Hallo, hier bin ich mal wieder und wie ihr vielleicht schon seht, mit einem neuen Video zu Quentin und Raban. Und das ist echt so verrückt, wenn ich mir diese Videos dann jetzt mal angucke. Die sind ja immer so vor 3 Monaten entstanden, wie sich die Pferde verändert haben, wie sich natürlich auch das Wetter verändert hat, überraschenderweise. Aber da sieht man die Fortschritte echt nochmal viel, viel mehr. Das hier ist entstanden in der Zeit, in der ich mit Quentin und dann ziemlich viel spazieren gegangen Man bin sieht, und glaube ich, einfach eh Viertraining nichts. gemacht habe. Tino und Raban werden es schaffen, ihre Köpfe beide durch das kleine Fenster zu stecken. Ihr seid solche Spackis. Ja? Warum? Ja, nicht, dass ihr stecken bleibt mit euren Köpfen. Hä? Ich stehe nämlich in der Nacht immer zusammen in der Box. In der großen Box. Ja. Süßer. Und normalerweise ist das Fenster natürlich zu. Ich habe es jetzt nur gerade aufgemacht, damit ich es filmen kann, weil es wäre sonst ein bisschen zu gefährlich, falls sie sich doch in der Nacht dazu zu weit irgendwie reinstecken. Erst wenn du die Hilfe gibst, antraben und trabst ihn ruhig schon ausgesessen. Gut. Zügel schön kurz. So, und rede mit ihm. Wenn du jetzt gleich stehen bleiben willst, wirklich die Ferse extrem runternehmen, die Hand hoch und ihm sagen, was er machen soll. Aber wirklich stehen bleiben, setz dich durch. Ich weiß, er hasst das, aber er muss da durch. Lobst ihn. So, und jetzt mit nicht zu viel Gas wieder lostraben. Also wirklich nur wenig Gas, ja? Und los geht's. Super, nicht zu viel, der soll nicht galoppieren. Und rechtzeitig wieder durchparieren vor Gangster. Und lobst ihn ganz dolle. Hat er super gemacht. Antraben und wirklich schön leicht traben. Super. Gut, so ist es auch ein schönes Tempo. Jetzt trabst du erstmal an allen vorbei. So, super, schnaub doch schön ab. Jetzt ein bisschen mehr Gas, dass er schön dran vorbeitrabt. So, wenn du an allen vorbei bist, galoppierst du ihn an, aber du setzt dich deutlich hin, gibst eine ganz deutliche Schenkelhilfe und schnallst dabei und sagst ihm, was er machen soll. Also jetzt erstmal nach außen, bisschen mehr Gas aufbauen, aussitzen, Gas, 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 äußere Schenkel kommen nach hinten und los geht's. Komm, weiter Gas, mehr Gas, super. Sag, gut, ist okay, reicht schon erstmal. Weiter traben, leicht traben, noch eine Runde vorbei. Gas, 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 Gas. Und wenn du an Danny vorbei bist, kannst du nochmal versuchen, nochmal 3 Sprünge zu galoppieren. Aber die 3 Sprünge reichen auch immer erstmal, weil der kann sich auch noch nicht so gut ausbalancieren, wenn der auf einer Kreisbahn galoppiert. Gut, nochmal aussitzen und nochmal angaloppieren. Super! Und wieder durchparieren. Super! Lobst ihn ganz dolle. Jetzt darf er antraben und Züge wieder schön kurz. Noch kürzer. Gut, bisschen abbremsen, der soll noch nicht so durch die Gegend jetten. Gut. Schön vorbeitraben. Jetzt schön wieder nach außen kriegen, dass du Platz hast, dass es nicht so anstrengend wird für ihn. Gut, dann aussitzen und angaloppieren. Komm, Gas, gut. Wieder durchparieren, wieder an den anderen vorbeitraben. Gas, 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 der soll sich nicht hinten einordnen. Zack, 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 zack. Zügel ruhig noch ein bisschen kürzer nehmen. Wieder schön nach außen. Und angaloppieren. Gut. Und wieder hinten anschließen und ihn ganz dolle loben. Super, lobst ihn richtig dolle. Quentin hat auf der Messe von mir eine neue Abschnittsdecke bekommen, weil Raban die von ihm, die auf Poldi war, kaputt gemacht hat. Ich finde die richtig schön. Die ist vorne zuzumachen und mit Bauchgurten. Ich finde die richtig, richtig hübsch. Was meinst du, Quentino ist toll, oder? Ein neues Halfter von mir bekommen auf der Messe. Zeig das mal, Quentino. Oh, nur ganz krass blau. So schick siehst du aus mit deinem Halfti. Stopp, 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 stopp. So, als erstes will ich noch mal kurz was zu dem Thema 2 Pferde in einer Box sagen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch da jetzt sagen werden, man kann keine 2 Pferde in einer Box halten.
Natürlich sollte man keine zwei Pferde in einer Box halten, die nur für ein Pferd ausgelegt ist. Das heißt, wenn man zwei Pferde in einer Box hält, muss die Box natürlich auch groß genug sein. Da gibt es eine entsprechende Quadratmeteranzahl, die die Box haben sollte. Und die Box, in der die Beine stehen, ist eine sehr, sehr große Box, da wir sie auch als Abfüllbox benutzen. Wir hatten nur im Winter einfach auch das Problem, dass wir die Beine schlecht in eine Gruppe integrieren konnten und eigentlich auch nicht wollten, weil wir sehr zufrieden waren, dass die Beine sich zu zweit so gut verstehen. Und dadurch, dass sie zusammen groß geworden sind, kann man sie ohne Probleme in einer Box halten. Die sind da super glücklich und teilen sich ihre Heusäcke. Wie gesagt, haben auch genügend Platz, dass sie sich beide hinlegen können und wälzen können und alles. Also ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Des Weiteren habt ihr dann gesehen, wie Maren das erste Mal mit Quentino bei mir in der Reitstunde mitgeritten ist. Und ich habe euch das ja ein bisschen gefilmt, wie sie getrabt ist und galoppiert ist. Klar ist das alles noch nicht perfekt gewesen, aber ich bin total stolz auf Quentino gewesen, dass er das so brav gemacht hat. Denn er ist ziemlich flott vom Temperament her, weshalb ich auch immer wieder sagen musste, dass sie ihn bremsen musste. Und ich hatte ein bisschen Angst, also, dass er einfach das angaloppieren würde und zu den anderen zurückgaloppieren würde. Also nicht zu dir vielleicht auch einfach aus Unsicherheit, weil er halt noch nicht genau versteht, was wir von ihm wollen. Ich meine, wir sind ja auch in der Ausbildung relativ am Anfang, aber er hat das super geduldig mitgemacht, hat immer versucht, Marens Hilfe richtig zu interpretieren, hat sich super Mühe gegeben, sie hat das natürlich auch super gemacht. Und ich finde, die beiden können da echt stolz und zufrieden sein. Ich war auf jeden Fall sehr stolz auf Quentino. Jetzt seht ihr hier gerade, wie ich ihn longiere. Natürlich longiere ich ihn auch weiterhin regelmäßig und das ist seine schlechte Hand. Ich weiß es auch nicht, alle meine Pferde sind auf der rechten Hand. Richtig, richtig schlecht. Ich glaube, jetzt dreht er sich auch blitzschnell um. Das ist immer, wenn ich mich eine Sekunde nicht konzentriere, dann meint er, er ist schlau genug, schnell zu wechseln. Aber ich finde, auch das gehört einfach dazu. Was soll ich euch denn nur zeigen, wie alles am Schnürchen und perfekt klappt? Ich meine, das ist doch nicht realistisch. Ich will euch ja zeigen, wie wir die Pferde ausbilden. Ja. Und dazu gehört eben, dass es auch eine schlechtere Hand gibt, in der er sich nach außen stellt. Und wenn er nicht innen vorbei ist. Aber hier seht ihr, dass ich auch langsam anfange, Stangen einzubauen, nachdem er jetzt super brav Schritt, Trab, Galopp läuft. Und aber die Bodenverhältnisse es an dem Tag einfach nicht zugelassen haben, ihn irgendwie galoppieren zu lassen, habe ich mir halt überlegt, auch einfach mal langsam eine Stange auf den Boden zu legen und das mit einzubauen. Denn das ist mir unglaublich wichtig. Ich meine, selbst wenn er nie ein Springpferd wird, man weiß es ja nie, sollte er trotzdem Bodenstangen kennen und auch über ein kleines Kreuz oder so springen können. Ich finde, das gehört zur Grundausbildung dazu. Ich finde es so krass, die beiden sind jetzt bald schon fast ein Jahr bei uns und haben sich so weiterentwickelt, auch jetzt hier, wenn man diese Aufnahmen sieht. Ich bin so stolz auf die beiden. Seht ihr das? Quentino hat sein neues Halfter schon voll schmutzig gemacht. Quentino hat auf der Messe eine neue Schabracke bekommen, aber nicht von mir, sondern von Maren. Ich finde die richtig schön, die ist von Papa Polo. Und die passt farblich richtig gut zum Sattel und die hat einen braunen Rand. Und ja, und wie ihr seht, wir haben das Ausgleichspad jetzt erstmal wieder rausgenommen, weil er eigentlich schon ein bisschen Muskeln aufgebaut hat. Und ich werde das heute mal testen. Maren ist hier schon ohne Ausgleichspad geritten. Aber der Sattel liegt jetzt schön gerade auf dem Pferd, also eigentlich sollte es passen. Aber wir werden sehen, ich bringe auch ein bisschen mehr Gewicht mit als Maren. Jetzt zeige ich euch noch die Schubwerke von der anderen Seite. So, da ist nur noch mal so ein Gebiss. Ich sehe ja nirgendwo HV-Polo, aber sie ist doch von HV-Polo. Das ist so ein... Gehst du jetzt über sein, Quentin? Wir haben heute Schweif geschnitten. Sieht man das? Der war nämlich etwas zu lang. Sieht man sogar. So. Quentino denkt sich so, okay, spring um mich rum, du komische Troller. Du willst nur Kekse. Gib's zu. Seht ihr das? Wir sind gerade ausreiten und der See ist komplett eingefroren. Ich hoffe, man kann das jetzt so ein bisschen sehen. Diese gelbe Boje, da steckt da so drauf und das sieht, kann man, geh mal ein bisschen näher, Quentin. Das sieht richtig beängstigend hier aus. Weil irgendwie, ja, und es plätschert nichts, es rauscht nichts. Das sieht richtig krass aus. Langsam. So ein bisschen wie bei Ice Age. Könnt ihr nur langsam? Ich habe nur eine Hand. Aber das sieht echt richtig, richtig krass aus irgendwie. Nein, bitte nicht. Kann voll scharfkantig sein und wehtun. Oder nicht? Jetzt. Wir sind gerade ausreiten. Richtig schöner Sonnenschein. Und schaut mal, wer hinter mir ist. Neben mir jetzt. Hallo, Raban. Paula und da hinten irgendwo ist Quentino. Ihr könnt mal auftraben. Weil da ist auf jeden Fall Raba. Das ist Quentino. Kommen jetzt alle angetrappelt. Das ist so ein schönes Sommersonnengefühl. Na, ja, Raban. Alles fit im Schritt. Raban hat jetzt eine bessere Trense, nicht mehr dieses grauenvolle Zebra-Ding. Und wir haben die Mähne geschnitten. Seht ihr das? Turnierpferdemähne. Poldi, chillst du hier einen ab? Das ist Poldi. Heute so richtig gut gehen lassen. Er hat sich gedacht, er macht heute mal so ein kleines Schlammpeeling. Sieht er gut aus. Und Mia hat die große Ehre, dass sie ihn jetzt gleich putzen darf. Mia, du freust dich schon unglaublich, oder? Wieso fokussiert er nicht? Ach, jetzt. Boah, sogar im Kopf. Quentino, du hast es aber richtig gut gemeint heute. Und Quentino hart übrigens schon, wie man so ein bisschen an der Nase sieht. Hier jetzt gerade noch nicht. Ach, doch, hier vielleicht ein bisschen.
Was nämlich heißt, dass Sommer wird, wenn der schon freiwillig sein Fell abschmeißt. Also vielleicht filme ich euch nachher nochmal ein Nachherbild. Oh, wie der aussieht. Der ganze Po. Sogar das Schweif. Jetzt seht ihr hier auch ein bisschen Raban. Ihr seht, dass meine Mutter ihn nicht an der Longe hat, sondern an einem langen Strick. Das liegt daran, dass Raban ja wirklich große Probleme mit seiner Hüfte hatte, weil er sehr steif in der Hüfte ist und dazu neigt, sie sehr schief abzukippen. Deswegen hat meine Mutter ihn dann sozusagen an einen kürzeren Strick genommen, damit sie ihn auch einfach besser arrangieren kann, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also einfach besser bewusst die Hinterhand untertreiben kann. Und hat jetzt hier auch Trabstangen aufgebaut, einfach damit er lernt, seine Füße zu sortieren und sie ihn bewusst von hinten untertreiben kann und bewusst in diese Stellung Biegung zu zwingen. Denn genau dem entzieht er sich, indem er in der Hüfte abkippt und dann eben vollkommen falsch läuft. Und wir müssen ihm jetzt beibringen, wie er richtig zu laufen hat. Und das macht sie eben hier erst auf dem größeren Zirkel in Anführungsstrichen über die Trabstangen, denn da muss er ja wirklich die Füße auch strecken, er kann also nicht schlurfen und sie passt darauf auf, dass er in einer schönen Biegung und Stellung geht und die Ausbinder verhindern einfach nur, dass er sich total rausheben kann und sich dem Ganzen total entziehen kann. Aber sie macht es auch gleich nochmal mit einer weiteren Übung, die sich an der Hand übertreten nennt. So, jetzt wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar haben ja wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen, dass Quintino sich relativ schwer verletzt hat. Und das sind die letzten Aufnahmen, die wir von ihm haben, bevor er sich verletzt hat. Weshalb es für mich auch so unglaublich traurig ist, irgendwie das so zu sehen, wie weit wir waren. Ich meine, da kommen wir natürlich wieder hin. Aber ich freue mich so, wenn ich ihn wieder reiten kann. Ich vermisse es so, ihn zu reiten. Er ist einfach so ein super tolles Pferd und er fehlt schon. Also ich meine, ich reite Gangster und Poldi auch super mega gerne. Aber Quintino fehlt schon in dem Trio. Also freue ich mich riesig, wenn ich ihn wieder reiten kann. Und ihr werdet sehr überrascht sein, denn ich finde, er hat sich auch äußerlich ziemlich verändert, wenn ich jetzt hier so die Videoaufnahmen sehe. Er sieht nicht mehr aus wie so ein Babypony, sondern mehr wie ein erwachsenes Pferdchen. Kann auch daran liegen, dass er kein Winterfell mehr hat. Aber ja, hier seht ihr jetzt auf jeden Fall das an der Hand übertreten. Also ihr seht, dass sie mit der Gerte die Hinterhand bewusst unterstellt. Der Sinn des an der Hand übertretens ist, dass das Pferd mit dem inneren Hinterfuß unter den eigenen Schwerpunkt treten soll. Also deswegen nimmt sie ihn auf einen sehr engen Kreis, um genau das von ihm zu fordern, denn das ist ja wichtig, das muss er unterm Reiter lernen. Jetzt seht ihr nur ganz kurz leider, wie ich über die Trabstange gegangen bin. Ich bin nämlich ihn erst auf dem Platz warm geritten und dann habe ich mir auf dem Berg einfach mal, also erst bin ich einfach so hoch galoppiert, um zu gucken, ob er das drauf macht. Er war ja auch ganz allein auf dem Berg. Man weiß ja nie, er hätte auch sein können, dass er sich aufregt. Und dann habe ich einfach mal einen Cavaletti hingestellt und habe einfach mal geguckt, ob der liebe Herr denn da so brav drüber geht. Genau, jetzt bin ich erstmal noch auf der anderen Hand galoppiert. Aber ich glaube, er ist hier schon wieder links galoppiert. Genau, und jetzt habe ich erst Cavaletti erstmal auf mittlerster Höhe gemacht und erst total brav drüber angaloppiert. Das habe ich mit ihm auch schon in der Longe geübt, über dem Cavaletti angaloppieren. Und dann habe ich es auf die höchste Stufe gelegt. Und hier seht ihr Quintinos unglaubliches Springtalent. Ach, ich glaube, das sagt gar nicht so viel darüber aus, ob er Springtalent hat oder nicht, sondern es sagt einfach nur, dass er auf dem Ausbildungsstand noch nicht besonders fortgeschritten ist. Ich bemühe mich aber auch, die Zügel erstmal locker zu lassen und ihn einfach erstmal, das war super, das war so süß, sich selber ausbalancieren zu lassen und ihn da auch nicht viel zu stören, weil mir ist es einfach wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen und die langsam ausbilden und nicht irgendwie, wir haben überhaupt keinen Zeitdruck, also warum sollen wir da voll rumstressen? Ich meine, die sind jetzt da in den Aufnahmen, sind sie glaube ich seit einem halben Jahr bei uns und ja, wie gesagt, wir machen uns da auch keinen Druck, warum denn auch? Also wir haben noch keine Deadline, wo wir sagen müssen, dann und dann muss das Pferd fertig sein oder so. Aber ich finde, die beiden machen riesengroße Fortschritte. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Erstens, ob ihr findet, dass man die Fortschritte gesehen hat. Zweitens, was euch am besten gefallen hat in dem Video. Drittens, was ihr gerne mehr sehen würdet. Also gefällt euch das so, wie ich euch das zeige? Oder würdet ihr lieber mehr Kuscheleinheiten sehen? Oder nur Trainingsvideos und weniger Gequatsche? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr es noch nicht macht, dann folgt mir doch gerne auf Instagram oder auf Snapchat, denn da bin ich sehr aktiv und da kriegt ihr auch immer die neuesten Sachen mit, also zum Beispiel, wie es Quintino geht. Und ja, also da bin ich wirklich sehr aktiv, sowohl auf Instagram als auch auf Snapchat. Da heiße ich bei beiden überraschenderweise Libertas Haus. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Genau, jetzt seht ihr hier noch, im Winter stehen die Pferde immer auf so, wir nennen sie mal Matschkoppeln, aber das ist umgangssprachlich, halt, damit sie trotzdem rauskommen. Das gibt es ja kein Gras, aber sie sollen sich natürlich bewegen und spielen können. Und das machen die auch ganz fleißig. Das sieht schon lustig aus, diese ganzen braunen Pferde zusammen. Naja, dann würde ich sagen, seht ihr mich am Dienstag wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihnen einen dicken Daumen hoch. Tschüss!